Spätsommerliche Temperaturen, alles ist angerichtet für ein tolles Fußballspiel. Und jetzt geht's los. Was ist das denn für ein Pass? Der Anstoß, unglaublich! On point! Das hat sich jetzt irgendwie nicht ganz richtig angehört. Egal. Ich sage erstmal Hallo und herzlich willkommen zu Einwurf. Ja, ein Kommentator hat im Fußball ja eigentlich nur zwei Aufgaben. Infos geben, aber bitte nicht zu viel, und emotionalisieren. Was aber, wenn er das nicht ganz auf die Art und Weise tut, wie wir es gewohnt sind? Unpredicted. Kommentation mit Emotionen an falscher Stelle. Kurz KMIAFS. So, jetzt der Ball nochmal links raus auf den Verteidiger. Der schlägt den Ball vorne rein. 1-1. Was ist das denn für ein Trick? Der ist durch! Und 1-0 steht's jetzt hier. Führung erstmal ausgebaut. Und jetzt jubeln die! Jetzt jubeln die hier unten! Die ticken ja völlig aus! So, jetzt mal der Versuch über die rechte Seite. Na, Ball landet im Aus. Kleine Unterbrechung. Boah, jetzt trocknet der den Ball ab. Der war klitschnass im Vorfeld und den macht der komplett trocken. Da kannst du mit dem Swiffer drüber gehen, da ist nichts dran. Und der Einwurf, oh, was ist das schön. Was ist das gut gespielt. Der landet zwar beim Gegner, aber das ist völlig egal. Und jetzt nochmal über links. Ist ja schon irgendwie lustig, aber dann doch bitte wieder so, wie wir es kennen. Ja, viel besser. Und das ist jetzt eigentlich auch der beste Übergang. Denn der Grund für solche Kommentatorenausraster sind ja bekanntlich Tore. Und wir zeigen euch jetzt wie immer bei uns in der Sendung die schönsten vom Wochenende. Los geht es mit diesem Schlitzohr-Tor von Michael Fleischmann vom 1. FC Riegen. Schöne Bogenlampe ins lange Eck. Der eine macht's mit Gefühl, der andere mit ordentlich Power. Paul Thomig vom SV Heimstetten hat ordentlich Bums in seinem rechten Fuß. Viel Kraft braucht man übrigens auch für das folgende Tor, denn sonst kommt man gar nicht so weit wie hier Georgi Antoski vom 1. FC Düren. Das waren locker flockig 50 Meter. Überboten hat das Arne Ingvarsen vom TSB Flensburg. Der packt nämlich nochmal 10 Meter Torentfernung drauf und das nur wenige Sekunden nach dem Anpfiff. Damit hat absolut keiner gerechnet. Aber das technisch anspruchsvollste Tor des Wochenendes kommt aus Oldenburg. Nico Mata mit einem Tor, das man wohl nur einmal im Leben schießt. Volley in den Winkel aus der Entfernung. Respekt dafür. So Leute, jetzt müsst ihr stark sein. Das folgende Foul ist nichts für schwache Nerven. Das war übel, aber zum Glück ist ja niemandem was passiert. Das war's auch schon wieder für heute. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch nächsten Mittwoch wieder reinschaut. Bis dahin, tschüss.